Wir machen auf der CeBIT einen Stand, wo wir unser Startup Blockchain Helix vorstellen. Blockchain Helix ist eine Lösung für Identity Management. Wir verwenden dafür die Blockchain, um genau genommen ein Trust-Level herzustellen, um digitale Identitäten so im Netz abzuspeichern, dass sich unterschiedliche Parteien so vertrauen können, dass sie interagieren, ohne dass sie sich kennen. Genau genommen so etwas wie ein digitales Bürgerrecht, wenn man so will. Ja gut, als Anwender ist man so viel mit diesen verschiedenen Problemstellungen vertraut. Also momentan hat ein User in der Regel so um die 300 verschiedene Logins an allen verschiedenen Stellen. Und es gibt keine Möglichkeit, sich in irgendeiner Form zu authentifizieren, so dass es rechtsgültig zwischen Parteien auch wirklich anerkannt wird. Das gibt es einfach nicht. Und dafür ist eben Blockchain als eine neue Technologie, als wirklich eine Enabling-Technologie, jetzt auf den Markt sozusagen auch bewiesen, dass es funktioniert über das Bitcoin-Netzwerk auf die lange Zeit. Jetzt so da, dass wir es einsetzen können, um darüber eben eine völlig neue Technologie, eine völlig neue, ja, eine Möglichkeit zu schaffen, dies eben mit Identitäten zu tun. Und das ist etwas Fundamentales, das ist wie ein Bürgerrecht. Ich beschäftige mich mit IT-Security, mit P2P-Netzwerken, mit Verschlüsselung seit sehr, sehr langer Zeit, seit über 15 Jahren. Grundsätzlich mit der Blockchain etwa seit 2 Jahren. Aber die Blockchain ist genau genommen ein Konglomerat aus unterschiedlichen Technologien, wo letztendlich dieses Momentum mit den aufeinanderfolgenden Blöcken jetzt sozusagen noch dazugekommen ist als letzter Schritt. Aber genau genommen die Technologien, ob das Java, JavaScript ist, ob das irgendwie andere Technologien sind, sind vereint worden, um darüber dann eben entsprechend in der Kombination etwas Neues zu gestalten. Wir haben tatsächlich sehr viele Berührpunkte mit der IBM. Wir sind in dem Global Entrepreneur Programm der IBM, sodass wir als Startup zum Beispiel die Bluemix-Plattform nutzen können, um unsere Services zur Verfügung zu stellen. Wir verwenden andererseits die Informationen, die wir mit austauschen mit den Kollegen aus dem Hyperledger-Team. Wir machen mit der IBM eine Business-Partnerschaft, haben wir eingegangen, in den Bereichen Insurance, Finance und Banking. Und wir machen unter anderem auch mit der IBM Hackathons und wir machen mit der IBM unterschiedliche Veranstaltungen in Frankfurt. Also von daher haben wir sehr viele verschiedene Berührpunkte mit der IBM.